Leute. Ja, jetzt nur noch die große Wäsche. So. Fertig. Und nun dürfen wir ein Buch vorlesen. Die Geschichte heißt Ich liebe Aufräumtage. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich liebe Aufräumtage. Heute ist Aufräumtag, sagte Hugo. Hugo freut sich schon. Er liebt Aufräumtage. Er liebt es zu putzen, wegzuräumen, umzuräumen und aufzuräumen. Am allerschönsten ist es, wenn die ganze Wohnung blitzeblank ist, findet Hugo jedenfalls. Hab gerade keine Zeit, sagt Kalina. Komm, Kalina, los geht's, ruft Hugo. Kalina findet Aufräumtage blöd und unnötig. Außerdem muss sie noch die Bäume für ihre Dino-Welt fertig basteln. Da könnte Hugo ihr wirklich mal helfen. Aufräumen ist doof und langweilig, mault Kalina. Ach Quatsch, das kann riesig Spaß machen, sagt Hugo und lächelt. Lass uns zusammen mit der Dino-Welt spielen, das macht Spaß, sagt Kalina und lächelt auch. Nein, jetzt putzen wir. Abgemacht ist abgemacht. Kalina seufzt, ganz klar. Hugo versteht unter Spaß etwas ganz anderes als sie. Aber erst muss ich noch das Bild fertig malen, sagt Kalina. Hugo schüttelt den Kopf. Manchmal findet Kalina ihren Freund Hugo echt doof. Ich muss auf jeden Fall vorher noch etwas trinken, sagt Kalina. Dagegen kann Hugo nichts sagen, denn Trinken ist wichtig. Und ich habe schrecklichen Hunger. Hugo wird langsam ungeduldig. Aber wenn man Hunger hat, muss man eben etwas essen. Ich muss noch mal ganz dringend, das kann dauern, ruft Kalina. Hugo wartet und überlegt. Nach dem Aufräumen spiele ich auch mit dir, schlägt Hugo vor. Ehrlich? Versprochen. Gut, dann komme ich raus. Hugo freut sich. Dann können sie ja endlich loslegen. Aber meine Dino-Welt bleibt stehen, sagt Kalina. Nein, das geht nicht. Wie sollen wir denn dann den Boden putzen? Siehst du, es geht doch, ruft Kalina. Ganz wunderbar, singt Hugo. Dauert es noch lange? In ihrem Bein kribbelt es. Bin gleich fertig, sagt Hugo. Aber der kleine Fleck auf dem Boden will einfach nicht weggehen. Ich kann nicht mehr, stöhnt Kalina. Meine schöne Dino-Welt. Kalina ist ganz traurig. Sie hat sich so viel Mühe gegeben. Das bauen wir wieder auf, tröstet Hugo sie. Jetzt? Fragt Kalina und lächelt schon wieder. Nein, jetzt ist Aufräumtag, sagt Hugo streng. Du räumst hier auf und ich putze den Flur. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Immer muss ich aufräumen, mault Kalina. Und wie mache ich das? Fragt Kalina. Aber Hugo ist schon verschwunden. Aufräumen kann ja nicht so schwer sein, denkt Kalina. Sie stellt ein paar Figuren wieder auf.
Die Grünen zu den Grünen, dann die Blauen neben die Blauen. Sieht sehr ordentlich sieht das aus, findet Kalina. Aus den Blättern legt sie einen Fluss, ganz lang und wunderbar ordentlich. Hugo hat recht, aufräumen macht wirklich Spaß. Hugo, schau mal, alles aufgeräumt, ruft Kalina in den Flur. Das ist doch nicht aufgeräumt, schimpft Hugo. Du musst alles wegräumen. Es darf nichts mehr herumliegen. Alles wegräumen, schimpft Kalina. Nichts darf rumliegen, äfft sie Hugo nach. Dover Pudel. Kalina ist stinksauer. Immer muss Hugo alles bestimmen. War eigentlich gar nicht so schwer, denkt Kalina. Da wird Hugo aber staunen. Du warst aber schnell, staunt Hugo. Dann können sie ja endlich den Boden wischen. Nur noch diesen Socken in den Schrank, sagt Hugo. Oh, schreit Hugo. Jetzt hast du alles wieder unordentlich gemacht, sagt Kalina. Hugo atmet tief ein und aus und wieder ein. So räumt man doch nicht auf, Kalina. Nicht? Aber du hast gesagt, es muss alles weg. Ja, aber anders. So findet man doch nichts wieder. Ich hab schon was gefunden, ruft Kalina und zieht einen Dolly aus dem Chaos. Jetzt habe ich es verstanden. Mützen kommen auf den Kopf, da gehören sie hin, ganz klar. Sie sieht sehr zufrieden aus. Nein, du musst alles an den richtigen Platz räumen. Hugo seufzt. Wahrscheinlich ist es besser, sie räumen zusammen auf. Dann legen die beiden so richtig los. Und Kalina weiß jetzt auch, was Hugo gemeint hat. Die Mützen kommen an die Garderobe und die Stifte in die Stiftedose. Als alles an seinem Platz ist, will Kalina sogar noch den Boden putzen. Was für ein Spaß! Yippie! Und jetzt können wir endlich spielen, ruft Kalina, als alles blitzt und blinkt. Und dazu gibt es Schokoladenkekse. Die haben sie sich jetzt aber wirklich verdient. Weißt du was, Hugo? Aufräumen ist toll, sagt Kalina. Hugo wundert sich. Warum denn das auf einmal? Na, weil man danach alles wieder so schön unordentlich machen kann. Und das macht einfach am meisten Spaß, lacht Kalina. Weißt du was, Kalina? Dann lass uns doch jede Woche einen Aufräumtag machen. Aufräumen macht Spaß, aber lesen noch viel mehr. Wenn euch die Geschichte von Kalina und Hugo gut gefallen hat, dann könnt ihr sie in der Kinderbibliothek ausleihen. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Leselolli!